Eine Hasengeschichte für Nora. Es war einmal ein Hasenkind, das lebte im Wald zusammen mit ganz vielen Mäusen. Im Wald gab es eine große Lichtung, wo sie sich alle trafen. Jeden Tag spielte das Hasenkind mit den Mäusekindern. Manchmal spielten sie Verstecken und manchmal spielten sie Fangen. Beim Fangenspielen tat das Hasenkind manchmal so, als wäre es eine Katze oder ein Gryffalo. Am Abend gingen dann alle Mäusekinder zu ihren Mäuseeltern. Nur das Hasenkind blieb übrig. Warum gibt es hier eigentlich keine anderen Hasen? Fragte sich das Hasenkind und beschloss, auf die Suche nach anderen Hasen zu gehen. So schwer kann das doch nicht sein, einen anderen Hasen zu finden. Erst fragte das Hasenkind die rote Maus. Hey, hast du hier eigentlich schon mal andere Hasen außer mich gesehen? Nein, sagte die rote Maus. Du bist der einzige Hase, den ich kenne. Was ist mit dir? Fragte das Hasenkind die blaue Maus. Hast du hier schon andere Hasen gesehen? Nö, ich kenne keine anderen Hasen, nur dich, antwortete die blaue Maus. Das Hasenkind wurde langsam traurig. Wieso kennt hier eigentlich niemand einen anderen Hasen? Fragte es sich. Da kam die alte Mäuseoma. Hey, mein kleiner Hase, warum guckst du denn so traurig? Na, weil ich auf der Suche nach anderen Hasen bin, aber alle Mäuse, die ich frage, kennen keine anderen Hasen außer mir. So langsam glaube ich, es gibt gar keine anderen Hasen, seufzte das Hasenkind. Oh, aber ich weiß, wo es noch einen anderen Hasen gibt, sagte die Mäuseoma. Warum probierst du nicht mal das Teleskop und schaust damit am Abend in den Himmel? Später am Abend ging das Hasenkind mit seinem Teleskop hoch auf einen Hügel. Ob ich damit wohl andere Hasen finde? Fragte es sich. Es stellte das Teleskop ordentlich hin und machte sich daran, damit den Himmel abzusuchen. Der Himmel war größtenteils schwarz und vereinzelt sah man auch Sterne. Aber da, als das Hasenkind das Teleskop auf den Mond ausrichtete, konnte er deutlich etwas hoppeln sehen. Das sieht doch aus wie ein Hase, rief es. Plötzlich blieb der Mondhase stehen und schaute direkt in Richtung von dem Hasenkind. Hallo, sagte das Hasenkind und winkte. Hallo, sagte der Mondhase und winkte zurück. Von nun an fühlte sich das Hasenkind nicht mehr alleine. Tagsüber spielte es mit seinen Mäusefreunden und immer wenn es zum Mond hochguckte, wusste es, dass es auch noch andere Hasen gibt. Ende.